Potato ist niedlich. Nee. Doch. Nein. Ich glaub, wenn du die Pokémon Sun Moon Folge mit Ditto gesehen hast, findest du Ditto nicht mehr niedlich. Das sieht einfach jedes Mal weird aus. Weil das formt sich in irgendein anderes Pokémon, aber es hat immer noch dieses Ditto-Face. Das ist einfach nur verstörend. Also wenn ein Pokémon für unsere Generation am ikonischsten ist, dann ist das Ditto, weil alles, was der kann, ist sich an etwas anpassen, das er nicht ist und danach verzweifeln. Aber Ditto kann doch, das kann schon theoretisch schon verzweifeln. Ich passe mich farblich an. Nee, ich passe mich nicht farblich an. So. Nee, oh, die Gegner haben sich entschieden, AP-Schaden zu machen. Okay. Ja. Ich würde sagen, eins meiner Lieblingspflanzen-Pokémon ist einfach Bounce Sweet. Mogelbaum, ja, das ist cool. Nein, Bounce Sweet. Das ist heller Beste. Ich mag auch Mogelbaum. Die Weiterentwicklung von Frobal und. Ich habe meinen Masseiron immer noch dabei. Nee, Frobär, warte, wie ist es? Frobär, Frobeiler und Froyal. Froyal und Froyal finde ich einfach. What the fuck is happening? Mellows Ding ist ja ein Steenie. Bitte die Vorentwicklung. Serena. Was ist das bei dir eigentlich schon entwickelt? Vermutlich nicht. Oh, ich weiß nicht, wie weit du bist. So. Ach nee, wir waren nicht gerade weit. Also. Es ist immer noch ein Bounce-Suite. Ja, das entwickelt sich noch. Spoiler. Vorher ist eins meiner Lieblingspflanzen-Pokémon. Es ist so ungewöhnlich stark. Es ist hautrein. Ricardo Gassen. Ist er eigentlich bei Pokémon der originale Anime auf Netflix oder so? Ja, die erste Staffel ist auf Netflix und die neueste Staffel ist auf Netflix. Oh, okay. Und also die wichtigsten Filme, aber die Filme willst du eigentlich nicht sehen. Ja, die erste Staffel ist die, wo du denkst so, also die Feels, die Retro-Feels und die neueste Staffel ist einfach ziemlich gut. Ich weiß nicht. Ja. Welcher Film war nochmal mit Arceus? Ich glaube, das war einer der coolen. Einer. Wobei ich glaube, der X und Y Anime war auch ziemlich gut. Ja, stimmt, X und Y ist aber auch auf Dings, das stimmt. Aber ja, ich fand den nicht so dolle. Schon dabei. Ich meine, was will ich mit Second Wind? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Gegnerteam hast du keinen Second Wind. Das ist nur tot und nicht tot. Ich meine, Orcrow könnte man ein bisschen benutzen. Then again, was willst du mit Conqueror bei denen? Ja. Was ist hier unten vom letzten Game noch? Nein, hör auf. Das ist cringy. Das ist. Weißt du, wenn es das zwei Typen wären, ist so bra, bra. Ja. Aber mit wem ist es einfach nicht cool. Bruder Schwörlan. Sag das mal. Das ist Sina, der heißt ich auch Suicide sagen. Boys, Alter. Mit dem Namen will ich auch. Oh yeah, Bruder, was ist los? Ich hab Moneten, Alter. 11 Geld. Pink ist Gold. Gut, dass wir den eh nicht hier pullen müssen. Aber das hat mich gerade gespookt. Kommt die alle von hinten wieder so. I hate you. Nein, ich muss jemanden muten. Ich hab das Gefühl, das gehört dazu. <halt so. lacht> Nee, das ist eher Morgana-Stick mit dem Suffering. Ja. Feel my pain! Ich kann mich nur erinnern, als ich es geschrieben habe. Das war super. Ach fuck, womit fange ich an? Soll ich mit ihr anfangen? Ist eigentlich egal, ein Champ ist nutzlos vor der Champ ist leider echt so. Ich würde mit Q anfangen. Weil die Q tatsächlich ein Spell ist, den du benutzen kannst. Die anderen Spells sind eher so. Hör auf, warum muss es ein Vega sein? Gib mir Nico. Gib mir your money. Was ist das? I got fooled. Again. Okay. Das ist doch ein Vega mit Lane. Nee, aber auch gleichzeitig ein Vega Top Lane. The fuck over here? Die ist mir schon mal sympathisch, die hat nicht auf Level 1 Vega geskillt. Gell? Okay. Ist ein Schatz. Gimme your man. Nein, ein Root. Root Beer?
No. Ja, das ist das Support Morgana Problem. Du bist einfach nutzlos. Da muss ich gleich. Evelyn ist da. The fuck? Alter Philipp. Spotlane Gang? Hast du den Zitsiyaku gehört, der gelitten hat? Spotlane Gang, hallo. Philipp, du bist Spotlane angesprochen. Achso, pardon. Ja, das tut mir jetzt leid. Ging doch. Dass du kurz stehen geblieben und cool zu Chaos, das war ihr Fehler. Hast du den Zitsiyaku gehört, wie er gelitten hat? Hier ist nämlich dieses Hühnchengeräusch, hör ich einfach nur noch den Zitsiyaku, wie er einfach aus dem Maul kriegt. Ich freue mich drauf, wenn Sven einigermaßen dieses Spiel spielen kann, gell? Lol, da freue ich mich auch drauf. Das habe ich eigentlich nicht gemeint, aber ja. Gerne. Wär auch mal nicht schlecht, gebe ich dir recht. Gotta agree. I share Philips opinion. Ja, das kannst du nicht einfach Sven-Sachen sagen. Das geht's auch nicht. Das hat er lange nicht mehr gesagt, I share your opinion. Okay. Wieso macht die alle so viel Schaden? Ich hab noch Flash. Fuck. Bitch, I fucking dare you. Aber du hast keine Knife mehr, oder? Nee, das habe ich nicht mehr. Ich glaube, ich gehe oft tanken mit. Weil, glaube ich, gegen dieses Team eigentlich ziemlich gut. Du kannst theoretisch auch einfach Wits End bauen bei deinem Gegner-Team. Ja, das war ja mein Plan dazu noch. Ah ja, das, ja. Zusammen warum mit Frozen Mallet, Hunans Hurricane, Bloodraiser. Ich riese schwarze Magie. Vielleicht auch noch Phantom Dancer, damit ich Burst überlebe. Sieht gerade schön aus, Philipp. Wir laufen im Gleichschritt und wir sind einfach gleich schnell. Aber ich bin fetter als du. Das ist leider. Ich bin einfach in deinem Fass. Warum ist die Olle so viel schneller als Let me out. Ich nehme dich unterm Arm. Als neuer Champion, als neuer Champion. Wenn sie einen Speed-Up hat auf ihrem scheiß Weg. Darum. Also nochmal. Bitch, du hast mein ADC abgeschossen, du musst jetzt leiden. Oder auch nicht. Ich habe mir einen Perk Scepter gekauft. Das ist mir so egal, wenn ihr mich folgt. Mit dem bisschen Pimp-Schaden, den ihr habt. Bis hierhin und nicht weiter. Ich würde sagen, es hat fast getroffen. Oh. Premature Ejaculation, das ist kein Witz. Schön. Oh oh. Ah, Nikos hat sie ein Wort. Oh, sie hat für die Basic Attack geflasht. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Und hat ihren ADC dafür geopfert. Kannst du den Minions fighten? Ich glaube nicht. Geh einfach mal. Ich habe dafür einen Assist bekommen? Ja, da war alles gut. Aber ich glaube, die Fortune hat nichts bekommen. Ich fress alles und dann komm ich mal. Hat der Krieg gerade einfach geultet? Ja. Okay. Du hast halt Arbeit. Oh man, oh. Ja. Warum ist die Nico nie gekommen? Und warum ist die Eve geflasht? Und warum kann ich immer noch kein Deutsch? Ausländer raus. Ich bin rein Deutsch. Ja, aber du kannst ich kein Deutsch. Ausländer. Ja. Da müssen wir jetzt einen Kompromiss machen. Arm ab? Beide Arme ab? Ja, nee, weißt du, Tschechen zum Beispiel, das sind auch Deutsche, aber die können auch kein Deutsch. Und dann schicken wir dich einfach nach Prag oder sowas. Klatsch. Die Morgana ist nicht. Doch, die Morgana ist da. Was wolltest du sagen? Nix. Die Morgana ist im Busch, das wollte ich sagen. Das Böse ist im Busch.
Oh, die hat gerade ihre E weggeschmissen. Mhm. Die hat ihre Q weggeschmissen. Die hat ihre Q weggeschmissen. Ich habe Level 6. Okay. Moi not. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel dein Ulti wert ist, wenn die Morgana einen Spellshade hat. Ja, Schaden, Schaden. Wieso haben die Leute immer Flash? Warum gibt's überhaupt Summoner Spells? Kann man nicht einfach Summoner Spells disable? Oh, die Ding ist noch nicht Level 6, ne? Scheiß Ding. Also ein All-In wird mir, glaube ich, gewinnen jetzt. Ich mach mal ihre Passive aus. Jetzt würden wir es nicht mehr gewinnen. Ja, genau. Genau deshalb. Oh. Ja, ich sag halt das. Ja, das ist unfortunate gewesen, dass genau in dem Moment die Formel Ecke kam. Die habt ihr übrigens beides benutzt. Okay. Du kannst ruhig hier bleiben. Ich fürchte um mein Leben. Ich konnte halt nicht wegkommen, weil ich weiß nicht, wie ich zwei CCs cleansen soll. Eins geht, aber. Hab ich davor das ist ein richtiges No-Fun-Team. Da triffst du das 1 zu 10, dann bist du einfach tot. Ich meine, die haben die zwei längsten Roots im Spiel. Evelyn ist top. Weggehen. Ist nicht weggegangen? Anscheinend nicht. Hallo. Perfekt. Warum ist das, wenn sie eben alles geburnt haben, dann kannst du es jetzt nicht burnen. Das war so mein Gedanke an der Stelle. Ich habe gerade Neko mit Zoe verwechselt. Wie geht das denn? Und die war auch ziemlich langsam mit ihrem Stellschild. Beide sind übelst cartoonische Mädels, die halt scheiße aussehen. Wie wurde ich da... Wie? Also, woran? Oder nee, nicht eher nicht einfach ran, sondern warum hat sie überhaupt das drauf? I don't get it. Warum hat sie so wenig Cooldown? Keine Ahnung, besser auch nicht. Reduction gekauft hat. Aber 10% sagt doch nicht dafür, dass sie das Spezi jede 3 Sekunden abfällt. Wie bei Tom Kench. Ohne jeden Grund. Wie gesagt, du hast da oben einfach nicht aggressiv. Du musst die Lane überfahren. Wieso baust du Tank? Du wirst useless sein. War das worth it? War es wirklich worth it? Ich glaube nicht. Holy shit, die Frau hat gerade 300 Schaden genommen. Ja, wenn es Bot sein? Er hat reiner Schaden genommen. Die Morgana. Weil seine Basic Attack auf mich gemacht haben. Ich habe eine Q getroffen und die Minions haben sie dann low gemacht. Die Frau hat meinen Pink Ward getötet. Jetzt muss ich sie töten. Immer dieses. Könnten Dragon haben. Hi, tschüss. Ich hab das Gefühl, die Eve ist hier. Ich weiß auch nicht. Ich schätze dir so ein, als würde Dina am Dragon einfach direkt hier rüber. Oh, tschüss. Ja, Eve ist hier. Oh. Diese Frau ist ja dumm stark.
Oh, Konkor. Ja, schade. Warum hat sie auf dich gewechselt? Das weiß ich nicht. Mit einer Endo-Tag hätte für mich gereicht. 100%ig. Weißt du was? Ich glaube, ich baue bei dem Gegnerteam sogar Woods End. Das macht, denke ich, nur Sinn. Baue ich Woods End, dann baue ich Rage Blade. Dann gucken wir mal. Ach, by the way, ne? Ja, ja, ich weiß. Sie will nicht ganken, ganken. Ult down. Okay. Die Zoe könnte ja theoretisch auch mal roamen gehen, hier, wenn ihr guten Champion. Komm nicht auf Ideen, Midlaner, you roam. Was soll das sein? Ach, scheiße. Ich hab jetzt nicht dran gedacht, dass es schon 14 Minuten ist. Okay, 80 Mana für einen Minion. Mhm. Ich baue sie bald auch wieder drei Items gleichzeitig. Also, das ist gut. Ja. Also ich dachte so, ey, die baut bestimmt Gorg. Und dann. Ja, die baut das Burst Item. Ich glaube, die hat noch nicht eine Key auf uns getroffen. Doch, eine auf mich. Ah, okay. Aber das ist der Livestream oder so. War es relevant? Ich meine, ich habe meine Passive. Hat er viel gebracht. Leider nicht so viel machen. Ich komme top. Ja, Warden ist halt auch nur bedingt nützlich gegen eine Eve. Also, und der Weiger wird wahrscheinlich nicht wirklich roam. So schätze ich den nicht ein. Okay. Die 20 Schaden haben schon wehgetan. Muss ich so sagen an der Stelle. Okay, fragwürdig. Ich meine. Ja. Ja, genau. Ach, die hat. Okay. Ja, wir müssen halt die. Warum hat die das überlebt? Die Morgana macht keinen Schaden. Aber warum hat die nicht auto-tacken durfte? Das ist ja mal. Ich durfte nicht auto-tacken. Aber wie gesagt, wir müssen die Miss Fortune töten, sonst bringt die mich einfach um. Der hat mich dreimal gecued, diesen Fight. Macht's auch 900 Schaden in Summe. Das retardet dir noch nicht mal ein Item fertig. Der hat mich dreimal gecued, Philipp. Ja. Es ist total, dass sie mehr Schaden macht, als du, wenn sie kein Item fertig hat und du schon anderthalb hast. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was man so auf Table. Normalerweise Attack Speed. Du hättest die Miss Fortune töten sollen. Ja, gut, das keine. War eine blöde. Du musst die Miss Fortune töten. Die Morgana macht keinen Schaden. Die hat noch nichts gebaut, was Schaden macht. Die macht keinen Damage. Die zu fokussen ist komplett wasted. Die ist einfach nur ein Time Waster. Ich hab gehofft, dass mich durch Conqueror noch genug heilt. Und heute noch durch Witz End und Conqueror ist halt anscheinend nicht genug gewesen, um nur Autotext zu überleben. Du hast nur 33% des Heal-Effekts. Als Range Champion, also das heilt nicht so viel. Ja, aber Conqueror auch noch? Fett. Ja, Conqueror heilt nur noch 8%. Das ist auch nicht mehr viel. Und dann noch meine W. Und dann noch Second Wind. Ja, Second und Triumph. Das ja, Triumph halt auch. Triumph ist halt zu spät geprockt. Ja. Deswegen sag ich, ja. Okay, jetzt verkackt's aber hart mit ihrem Bild. Wieso? Warum baut sie erst Draktar und dann geht sie auf das On-Hit-Bild? Das ist so entweder oder. Nee, du musst mal als Borg als erstes, damit du das Lane Sustain hast, weil Borg das bessere First Item ist. Die sind übrigens alle da. Ja, der Dragon wird jetzt mal retiert.
Kannst du bitte einfach was pushen? Irgendwas pushen. Mir ist scheißegal, was du pushst. Hier sind halt 5 Leute. Ja. Ich glaube, die wollen unseren Turm. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich glänze das mal lieber. Ich gehe hier weg, ne? Das den Tower Dave will ich mir nicht geben. Okay, klar, ja. Meint. Flash. Ulti. Flash. 1200 Schaden. Ich habe nicht mal so viel Leben, wie der gerade Schaden gemacht hat mit Q-Ulti. Ah ja, die ist halt auch immer 3 km/h schnell. Hätte da weggehen sollen. Die Tank Tower. Hätte sie eine Basic Attack gemacht. Nee, ich habe nicht genug Schaden. Ja, damit ist das Game ziemlich over. Weil wir haben definitiv kein Comeback und die haben ein retardetes Team und so Midlane hat sich einfach geweigert, irgendwas zu machen. Unser Midlane ist halt gestorben, sofort als erstes. Die muss halt einfach nicht, das hat nichts damit zu tun, die muss einfach nur fucking irgendwo hingehen. Nee, sie wurde halt hier gecatcht. Champion nutzen. Komm. Mana. Ich meine, sie hat jetzt halt einfach meine Lane rausgepusht, ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt einfach damit den gesamten Farm hier denied, jetzt kann ich hier nicht mehr hingehen eigentlich. Ich mache es jetzt trotzdem, wenn ich dafür sterbe, dann habe ich keinen Bock mehr an Visurrender. Ich kann hier sonst kein Geld irgendwo herkriegen. Jetzt hat die Fortune halt fucking 2 Items fertig. Super. Botlane lost, das ging schnell. Ich hasse diese Freeze Builds, by the way. Finde ich auch nicht schade, wenn die mal einen Abgang machen würden. Das Ding ist ja irgendwo weg hier unten. Natürlich. Oh, ihr seid beide gepickt. Ja, der drückt halt einfach Ulti. Ja, Ulti. Was, die Miss Fortune da hinten? Wieso steht die hinter uns und ult uns einfach tot, während sie im Tower ist und tankt? Man, what the fuck? Ja. Du hast noch Ulti. Aber kann ich an sie ran. Du bist an sie rangelaufen. Du hast... Also unser Midlaner ist schon irgendwie krass useless. Dafür, dass die genau ist halt Zoe, kommen, du musst halt die scheiß Qs treffen, ansonsten bist du halt useless. Das Schlimme ist, sie muss halt nicht die scheiß Qs treffen, sie muss eigentlich nur irgendwas machen, aber sie macht halt gar nichts. Der bringt dich halt auch einfach um. Ja. Wenn du da drin stehen bist. Warum man nicht vorher Ulti gedrückt hat, weiß ich auch nicht. Weil der keinen Cooldown auf dem Scheiß hat. Der hat doch schon 20 oder 30% Cooldown mit Dagstunden Blubber. Also entweder wir fokussen jetzt die Miss Fortune oder wir verlieren Surrender sofort, weil das bringt sonst nichts. Steht jetzt 9-4, hat 2,5 Items fertig und die Ulti drückt, sind wir alle One-Shot davon. Ich hasse dieses Freeze-Build.
blöde Kuh, Alter. Das war wichtig. Ich kann voll Glück kriegen, dass die immer zurückkommt. Ich bin nicht mehr da, gell? Ich helfe das hier. Wir haben halt auch schon 3 Drachen. Und 2 Feuerdrachen. 507 Toplaner. Okay, ich konnte Miss Forge dann hindern, die Ulti durchzuhauen. Ja. Zumindest im größten Teil. Also bis jetzt war der Trade noch worth it. Ja. Aber mühsam ernähren sich das Eichhörnchen. Wenn jetzt hier, vorausgesetzt, hier stirbt jetzt halt niemand. Ja, ich bin ja noch 4 Sekunden lang geslowt. Ich verreck schon nicht. Vega hat JP Top Lane. Ich hab einen 11 Sekunden wieder OG. Und ich hab einen 120 Sekunden. So ein Gegnerteam, die haben so viel CC, was die reinschmeißen können, was du, worauf du nicht engagen kannst, weil wenn du getroffen bist, bist du einfach tot. Das ist einfach Bullshit. Mhm. Das ist so ein No-Fun Deluxe Gegnerteam. Ja, sie kann halt. Wir haben halt einfach zu wenig Engage. Mein Engage reicht halt einfach nicht. Wir kriegen noch Black Shield und dann bringt es auch nichts. Ja, gut. Ja, die steht halt 709, ne? Das ist halt. Ja, das können wir aufgeben. Ja, brauchen wir nicht weiter zu spielen. Wir können einfach nichts machen dagegen. Ja, weißt du, jetzt haben wir die Miss Fortune ganz gut im Griff und dann geht halt der Vega nicht. Der ist halt auch gefeedet. Ja. Der Vega hat 218 Stacks. Ich meine, der hat 1,5 Items und hat 500 AP. Die Ding steht halt 709. 7010, pardon. Wenn wir bitte aufgeben. Mhm. Alter. Wieso nicht? Chrissy, was soll denn das? Das ist so unnötig, dieses Spiel. Ich hab ja gewartet. Philipp! Das ist einfach krass unnötig. Ja, die haben halt keinen Engage, deswegen. Ich sehe ja, wir auch nicht. Gewinnen wollen. Wir können nicht engagen, Philipp. Ich weiß ja, wir nicht. Müssen aber nicht engagen. Doch, müssen wir irgendwann an denen vorbei. Wir können die Pokémon zu Tode. Wir haben kein Catch-Potential. Womit willst du die denn töten, Philipp? Ich will die gar nicht töten, ich will immer nur die Wave klären. Ja, das ja, kannst wie du denn? Ein Bot-Game machen. Wir haben noch nicht mal guten Wave Clear. Wir haben literally nur Autotext als Wave Clear. Ich weiß ja nicht, wie du das irgendwie auch nur stallen willst. Wir kommen ja nicht mal bis zu 2 Items weiter.
Und selbst im Late Game haben wir keine Schnitte, weil, wie gesagt, die haben immer noch einfach fucking 10 Sekunden CC. Und wir haben 3 ADCs. Ist useless gegen die. Wenn die jetzt ahead wären, würde ich sagen, jo, das können wir noch irgendwie gewinnen. Aber wir sind nicht ahead. Wir sind hard behind. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal 15 Minuten einfach nur zu farmen für nichts. Dafür kriege ich nichts. Ich bin so oder so ein One-Shot. Ich weiß genau, wie viel ein ADC aushält, und es ist nicht viel. Ich meine, inzwischen wird auch die Frau mich damit ihren scheiß Freeze-Items One-Shotten. So, und wie du die Minion jetzt zurückkriegen willst, das musst du mir jetzt erstmal erklären. Das kann nämlich legit keiner mehr töten, seitdem die gebufft haben. Ja. Okay, ein Proc von ihrer Ulti macht 200 Schaden. Das ist ihre Ulti macht 2400 Schaden. Cool, jetzt haben wir verloren. Ja, dann sollten wir vielleicht in Zukunft immer keine Teams picken, die nur aus ADCs bestehen. Meine mal. So, ich hab die ADC-Rolle. Ich hab da jetzt nicht so viel dran. Deswegen, ich kann auch. Hätte ich sonst noch picken sollen? Yasuo? Ja, du hilfst uns hier auch nicht. Siehst du? Ich bin wieder da. Ihr seid noch in-game? Noch, ja. Nicht lange. Eigentlich wären wir nicht mehr in-game, aber Phil wollte nicht rendern. Das ist in Ordnung, dann habt ihr wenigstens auf mich gewartet. Das hat immer meine grundsätzliche Aversion, gegen solche Teams aufzugeben, weil die einfach nicht finishen. Da bin ich voll bei dir. Ich finde das total nervig. Philipp, ich weiß aber nicht, wie gut du morgen nach Bensheim kommst. Nach Bensheim will ich Birkenau. Gar nicht. Nee, nach Birkenau. Weil der Tunnel ist, glaube ich, noch zu. Also. Der Tunnel ist zu. Falls du immer durch den Tunnel fährst, ich glaube, der ist noch. Ist der nicht die ganze Woche schon nachts zu? Nachts? Was will er denn machen? Ja, aber ich fahr doch gar nicht nachts. Ja, ja stimmt. Ja, stimmt. So, ja, ich dachte gerade wegen Abend. So, dann kommt er mittags schon. Und dann passt ja. Sven, mach mir nicht Angst. Wegen. Ja. Ich habe einfach nur Bullshit gelabert und vergiss es einfach. Na dann bitte. Dann drückt ja und dann können wir es gut eins. Nachtschicht verwirrt. Es ist Tag, Nacht und Nacht, Tag. Stupid shit. Ja, sorry, du warst halt auch useless. Du warst der einzige Chimpel von uns, der noch irgendwas hätte machen können. Aber du hast einfach das Early Game abgegeben. Gegen den Vega. Das ist halt einfach, dann kannst du auch gleich das Spiel lassen. Wer ist denn dieser non-lucky Trader? Nee, das bin ich. Okay. Sven, wir sind schon in der Fera-Lobby. Ich sag dazu einfach mal. Okay. Aber selbst wenn nicht, du musst jetzt auch aufhören.